Ja, meine Damen und Herren, herzlich willkommen bei Bauer Massivhaus aus Donaueschingen zu dem Vortrag Stein auf Stein, solide gebaut und natürlich, denn Stein ist Öko. Dieser Vortrag wendet sich an zukünftige Bauherren, die eine Entscheidung treffen müssen, ob sie ein Massivhaus bauen möchten oder ein Holzständerhaus, ein sogenanntes Fertighaus. Mein Name ist Günther Thiehoff. Ich bin Vertriebsleiter der Firma Bauer Massivhaus mit Sitz in Donaueschingen und zuständig für die Entwurfsplanung Ihres Traumhauses, als auch für die Beratung und für den Verkauf von Ein- und Mehrfamilienhäusern. Dazu schauen wir uns zunächst mal die verschiedenen Wandbaustoffe im Vergleich an. Zur Auswahl stehen hier ein zweischaliges Mauerwerk, monolithische Bauweise, Wand mit Wärmedämmverbundsystem und das Holzhaus in der sogenannten Holzständerbauweise. Für welche Bauweise sich der Bauherr entscheidet, hängt ganz von den Ansprüchen ab, die der Bauherr etwa an Schall- und Wärmeschutz stellt. Diese Ansprüche können je nach Baugebiet und je nach Region unterschiedlich sein. Entsprechend individuell fällt die Wahl des Wandbaustoffs aus. Der Bauherr muss dabei viele Aspekte berücksichtigen. Hier mal das zweischalige Mauerwerk. Beim zweischaligen Mauerwerk gibt es die Ausführungsoptionen Kerndämmung und hinterlüftete Fassade. Bei der Kerndämmung ist der gesamte Hohlraum zwischen den Schalen mit Dämmmaterial gefüllt. Wir sprechen hier auch von hohen sommer- und winterlichen Wärmeschutzwerten. Diese Dämmung sitzt vor der eigentlichen Außenwand und als Wandbaustoff für eine Massivbauweise kommen vor allen Dingen Ziegel, Kalksandstein und Gasbetonsteine in Frage. Hier nun die monolithische Bauweise. Moderne Mauerziegel als Wandbaustoffe sind sehr beliebt bei den Bauherren, die sich für ein Massivhaus entscheiden. Mauerziegel wurden in den letzten Jahren und Jahrzehnten vor allem im Hinblick auf ihren winterlichen Wärmeschutz hin optimiert. Wir haben hier und sprechen hier von hohen sommer- und winterlichen Wärmeschutzwerten. Der Begriff Monolith kommt aus dem Lateinischen und beschreibt ganz allgemein eine aus Stein gemeißelte Säule. Übertragen auf den Gebäudebereich wird mit dem Begriff ein einschaliges Mauerwerk bezeichnet. Hier nun die Wand mit dem Wärmedämmverbundsystem. Einschaliges Wandsystem mit Wärmedämmverbundsystem wird in der Regel bei Altbauten noch eingesetzt. Dieser Wandaufbau wird bei einem Mauerwerk verwendet, das von sich aus nur einen relativ geringen Wärmeschutz, aber gleichzeitig eine hohe Druckfestigkeit aufweisen muss, zum Beispiel auch bei Kalksandstein-Mauerwerk. Häufig wird das Wärmedämmverbundsystem auch als Thermohaut bezeichnet, da es die Aufgaben des Wärmeschutzes voll übernimmt. Dann kommen wir noch zum Holzhaus, der sogenannten Holzständerbauweise. Die sommerlichen Wärmeschutzwerte sind hier nicht so berühmt, aber winterliche Wärmeschutzwerte sind natürlich auch vorhanden. Denn Holz eignet sich für viele Varianten des Hausbaus, egal ob massives Blockbohlenhaus, Fertighaus, Bausatzhaus oder Architektenhaus. Mit Holz ist von traditionellen bis modernen Formen alles möglich. Wir müssen allerdings natürlich hier dann in dem Gefach bei einer Holzständerbauweise die Mineralwolle oder auch die Zellulose verwenden, damit wir die Wärmeschutzwerte hinbekommen. Was wir nicht betrachten wollen jetzt, ist das zweischalige Mauerwerk, denn das wird in Baden-Württemberg weniger verbaut, mehr in Mitteldeutschland oder auch vor allem in Norddeutschland. Nicht betrachten wollen wir auch die Wand mit dem Wärmedämmverbundsystem, denn das ist meistens oder wird eingesetzt meistens bei Altbausanierungen und wenn es dann fachmännisch nicht gut ausgeführt wird, dann sehen Sie das Ergebnis hier, dann sieht die Wand so aus. Wir schauen uns jetzt die zwei Punkte an, nämlich die moderne monolithische Bauweise oder eben auch das Holzhaus in der sogenannten Holzständerbauweise und wollen natürlich auch herausarbeiten die jeweiligen Vor- und Nachteile dieser Bauweise. Schauen wir uns vielleicht mal an, wie Deutschland baut. Massivhäuser haben ja eine sehr lange Tradition und in Deutschland werden 73%
Ein- oder Mehrfamilienhäuser massiv gebaut. 14% im Stahlbetonbereich, also Geschosswohnungsbau. 11% bauen mit Holz in Holzständerbauweise. 2% sonstige, wie beispielsweise Liapor und ähnliches. Stein auf Stein, solide gebaut und natürlich, denn Stein ist Öko, das ist ja das Thema dieses Vortrages. Und provokativ frage ich jetzt mal, mehr Öko sogar als Holz, stimmt das? Schauen wir uns doch mal den Mauerziegel an. Der traditionelle Wandbaustoff besteht aus Ton, Lehm oder tonigen Massen und verschiedenen Zuschlagstoffen in Abhängigkeit von Form und Dichte. Als Beispiel sehen Sie hier den Deisendorfer Klimatherm PL8 36,5 oder auch 42,5 cm Wandstärke. Die fertig geformten Ziegel werden bei hohen Temperaturen gebrannt und benötigen entsprechend viel Energie zur Herstellung. Trotzdem ist die Gesamtökobilanz aufgrund der guten Dämmeigenschaften des fertigen Steins sowie seiner langen Lebensdauer sehr gut. Das gilt besonders dann, wenn die Steine in der Nähe des Bauortes hergestellt werden, also keine großen Transportwege hier anfallen. Schauen wir uns auch Kalksandstein an. Kalksandstein besteht aus Kalk-, Sand- oder kieselsäurehaltigen Zuschlägen und Wasser. Die Härtung des Gemischs erfolgt unter Dampf. Dafür und für die Herstellung des Kalks wird die meiste Energie benötigt. Kalksandsteine besitzen aufgrund ihrer hohen Dichte einen sehr guten Schalldämmwert. Ebenso hochwertig sind Brand-, Schall- und Wärmeschutz. Insbesondere der sommerliche Wärmeschutz ist durch die Speicherfähigkeit des Steins eben sehr gut. Für den winterlichen Wärmeschutz werden die Außenwände mit einer zusätzlichen Wärmedämmschicht versehen. Hier kann man dann in der Regel den Kalksandstein nur in dem Innenbereich verwenden, weil sonst können wir nicht mehr monolithisch bauen. Daneben gibt es noch Leichtbeton. Massivhäuser aus Leichtbeton können mit BIMS-Steinen oder Blähbeton errichtet werden. Beide Baustoffe besitzen eine ausgezeichnete Wärmedämmung. Die Herstellung von Leichtbeton ist auch noch energiesparend. Es wird nämlich aus Zement und Wasser gefertigt und hinzu kommen als Ergänzung noch BIMS-Stein oder Blähbeton, zum Beispiel durch Hitze versiegelte Tonkügelchen. Diese Zusätze verleihen dem Leichtbeton seine guten Wärmedämmeigenschaften und eben auch seine Leichtigkeit. Schauen wir uns nochmal Yton an. Ist mittlerweile ja auch weit verbreitet, der sogenannte Porenbeton. Die Ausgangsstoffe für Porenbetonbausteine sind auch wieder Zement und Kalk als Bindemittel, Quarzmehl als Zusatzstoff und Aluminium als Porenbildner sowie Wasser. Porenbetonsteine werden im Gegensatz zum Mauerziegel nicht gebrannt, sondern getrocknet. Der Energieaufwand ist damit entsprechend gering. Sehr gute Wärmedämmung, allerdings ist das Material nicht witterungsbeständig. Warum? Weil wir haben diese offenen Poren, über diese porige Oberfläche wird Feuchtigkeit leicht aufgenommen und relativ langsam wieder abgegeben. Die Außenseite der Außenwände muss daher entsprechend geschützt werden und in der Regel bedeutet es, dass so ein Haus im Winter mal trocken gewohnt wird und im Frühjahr dann meistens erst verputzt werden kann. Bedeutet natürlich auch wieder höhere Kosten, Heizkosten etc. Soweit mal zur Einführung. Wir kommen jetzt zu dem Thema Nachhaltigkeit, was immer wichtiger wird beim Bauen. Denn der zentrale Grundsatz des nachhaltigen Bauens muss ja eine Balance sein zwischen Ökologie, Ökonomie und dem sozialen Aspekt. Das ist dann der Wohlfühlfaktor des Nutzers, der Bauherren oder natürlich der Besucher in dem entsprechenden Gebäude. Es ist wichtig zu wissen, weil die Nachhaltigkeit auf reine ökologische Aspekte und Themenbereiche zu konzentrieren, ist zwar wichtig, aber man muss immer versuchen, eine Balance zwischen allen drei Bereichen hinzubekommen, zwischen Ökologie, Ökonomie und den sozialen Aspekten. Für meinen Vortrag habe ich einige Passagen aus dem YouTube-Video übernommen von Dr. Sebastian Pohl, spezialisiert auf die Optimierung der Nachhaltigkeit im Bauwesen und auch von Dietmar Wallberg von der AGE in Kiel, also der Arbeitsgemeinschaft für zeitgemäßes Bauen.
der auch zusätzlich noch arbeitet in der Bundesforschungseinrichtung und im Bauinstitut in Schleswig-Holstein für den Wohnungsbau. Fangen wir an mit dem Punkt Ökologie und betrachten hier die Massivbauweise. Wir wollen also wissen, langfristige Umweltverträglichkeit des Bauwerks und der verwendeten Baustoffe. Was kann man da sagen? Erstens, der Ziegel kann bei der Ökologie punkten dadurch, dass zum Beispiel die Rohstoffe sehr ortsnah und mit sehr kurzen Transportwegen langfristig verfügbar sind. Zweitens, über den gesamten Lebenszyklus eines Gebäudes bestehen keine Unterschiede zur Holzbauweise, die oft fälschlicherweise als exklusiv nachhaltig dargestellt werden. Schauen wir uns den Punkt Ökologie in der Holzbauweise an. Die Holzbauweise kann ebenfalls bei der Ökologie punkten, denn Holz ist ein nachwachsender heimischer Rohstoff, der komplett biorecycelbar ist. Ausnahme natürlich verleimte Holzelemente, die Holzelemente, die mit Kleber behandelt wurden, etc. Transportwege sind aber in der Regel bei Holzbauweisen oder Holzständerbauweisen deutlich größer. Natürlich, Holz ist CO2-neutral. Bäume produzieren Sauerstoff und binden klimaschädliches Kohlendioxid aus der Luft. Wir sprechen hier von einem Kohlendioxidtresor. Wird nämlich das Haus abgerissen, landen seine Einzelteile meistens in der Verbrennung. Spätestens dann geht das gespeicherte CO2 zurück, nämlich in die Umwelt. Ja, wenn wir uns den Nachhaltigkeitscheck zum Thema Ökologie anschauen, dann kann man erstens feststellen, bei einer CO2-Bilanz über 50 Jahre liegen Holz- und Steinhäuser Kopf an Kopf. Realistischer ist aber eine Gebäudelebensdauer von 80 Jahren oder länger. Und hier zeigt der Nachhaltigkeitscheck einen ganz klaren ökologischen Vorteil für den gemauerten Massivbau. Fazit: Einmal produziert, hält der Stein, ist stabil und nahezu unverwüstlich. Zweites Thema ist Ökonomie. Schauen wir uns die Ökonomie in der Massivbauweise an. Erstens, wenn es um Kosten geht, punktet die Ziegelbauweise bei den Herstellkosten zum Beispiel gegenüber dem Stahlbeton und der Holzbauweise. Die Prozesse auf der Baustelle sind viel einfacher und verursachen deutlich weniger Kosten. Es gibt weniger Infrastruktur wie bei der Holzständerbauweise, wie zum Beispiel Halle, Wendeplatten etc. Zweitens, auch bei den Nutzungskosten, also Lebenszykluskosten, ist die Ziegelbauweise sehr vorteilhaft, da eine sehr gute Langlebigkeit in dem Material und den Konstruktionen steckt. Und die Ökonomie in der Holzbauweise? Ein Fertighaus steht bekanntlich in 3 Tagen, dann ist richtfest. Ein Rohbau in Massivbauweise braucht ca. 8 Wochen. Allerdings haben Fertighausanbieter lange Wartezeiten, was diesen Vorteil wieder zunichte macht. Und hohe Investitionskosten für die Herstellung der Holzelemente sind in der Holzständerbauweise notwendig. Dagegen der Vorfertigungsgrad ist bei Fertighäusern sehr gering, daher ist auch der Innenaufbau gleich zeitaufwendig wie bei einem Massivhaus. Der erhöhte Pflegeaufwand ist immer dann, wenn jemand sein Holzhaus mit einem Farbanstrich vorsieht, muss man das auch in den Folgejahren tun, nämlich alle 5 bis 10 Jahre. Und das ist eine nicht zu unterschätzende Aufgabe, für die zudem Kosten anfallen. Hier sehen Sie einmal, wie Deutschland seine Häuser baut und vor allen Dingen, wie teuer diese Häuser sind. Wir haben hier einen Kostenvergleich der Außenwände über einen Gebäudelebenszyklus von ca. 80 Jahren. Da sehen Sie das Mauerwerk etwa 330 Euro pro Quadratmeter, Stahlbeton 365 Euro pro Quadratmeter und Holz oder Holzständerbauweise 415 Euro pro Quadratmeter. Machen wir den Ökonomiecheck bei der Nachhaltigkeit. Folgendes kann man feststellen: Erstens, Häuser in Massivbauweise sind deutlich günstiger als in Holzständerbauweise. Meine Erfahrung zeigt hier ein Einsparpotenzial bis sogar 20% je nach Anbieter.
Häuser in Massivbauweise erzielen am Markt immer einen deutlich höheren Wiederverkaufswert oder Wiederverkaufspreis als gleichwertige Häuser in Holzständerbauweise. Und drittens, der Pflege- und Reparaturaufwand von Massivhäusern ist deutlich geringer als bei einem gleichwertigen Holzhaus mit Holzfassade, beispielsweise wenn die Fassade zum Teil gestrichen wurde. Kommen wir zu dem sozialen Aspekt, der Wohlfühlfaktor des Nutzers, der Bauherren und der Besucher in dem Gebäude. Was verstehen wir unter dem sozialen Aspekt? Da gehören viele Einzelthemen dazu, wie Schallschutz, Druckfestigkeit, Brandschutz, Raumklima, ist es ein Naturprodukt, Energieeinsparung, Nachhaltigkeit, Regionalität, Hitzeschutz und natürlich auch der Kälteschutz. Für mich eines der wichtigsten Themen bei der Nachhaltigkeit und den sozialen Aspekten ist der Schallschutz. In der Holzständerbauweise hat jeder Anbieter sein eigenes System, egal ob das Wandsystem ist oder die Innenwände oder auch natürlich die Decke. Und das ist ein ganz großes Problem meiner Meinung nach. Hier ein Beispiel der Schwöre Geschossdecke, ohne Schleichwerbung machen zu wollen. Die verwenden hier einen zementgebundenen Massivbaustoff, Kospan, und erreichen damit natürlich etwas Schallschutz. Ich kenne aber genauso viele Anbieter, die haben im Gefach überhaupt nichts, verwenden auch keine zementgebundenen Massivbaustoffe und haben damit einen sehr, sehr schlechten Schallschutz. Es gibt wohl einen Beschwerungsestrich, aber auch der wiederum ist natürlich nicht vergleichbar mit der Massivbauweise. Hier haben wir nämlich die Rohdecke mit ca. 20 cm, mindestens 20 cm Dicke und ein Fußbodenaufbau mit mindestens 15 cm. Allein durch diese hohe Masse, die wir dort haben, punktet natürlich die Massivbauweise eindeutig und das ist für mich einer mit der größten Vorteile beim Schallschutz. Aber wir dürfen auch nicht vergessen Brandschutz. Brandursachen sind ja das eine, aber Brandschutz ist das andere und der fängt beim Hausbau an. Stein brennt nicht und verputzte Wände aus gemauertem Stein sind dicht und auch gegen Rauchgas. Die Hürde für den Brandschutz im Holzbau ist daher sehr, sehr hoch. Hohe Investitionen sind die Folge und wenn es um Versicherungen geht, sind die Versicherungsprämien für ein Holzhaus oder Holzständerhaus im Schnitt 40-50% teurer als für ein Massivhaus. Unterschiede zwischen einem Massivhaus und einem Holzständerhaus gibt es natürlich auch, wenn wir bei einem Wasserschaden mal hinschauen, beispielsweise verursacht durch einen Baufehler. Hier können bei einem Holzhaus sehr schwere Schäden verursacht werden, die aufwendige Sanierungen nach sich ziehen. Beim Massivhaus sind Wasserschäden übrigens oft weniger kritisch als bei einem Holzrahmenbau. Dann haben wir noch das Thema Energieeinsparung. Es gibt ja, wenn wir jetzt den Massivhausbereich betrachten, verschiedene Standards im Gegensatz zu einem Fertighaus, wo nun jeder sein eigenes Wandsystem baut. Hier ist eigentlich ein einheitlicher Standard und wenn wir von einem 36,5er offenen Ziegel reden, dem Planziegel PL8 oder PL9, dann kann man diesen Ziegel für ein KfW-Haus 70, also KfW 70, verwenden, während ein KfW 55 Haus einen etwas besseren U-Wert benötigt, nämlich einen U-Wert von 0,18, also eine etwas dickere Wandstärke, zum Beispiel statt 36,5 6 cm mehr, nämlich 42,5 Wandstärke. Wenn man über KfW 55 spricht, kann man aber auch wieder einen Planziegel verwenden und zurückgehen auf die Wandstärke von 36,5. In dem Fall reden wir über gefüllte Ziegel, die entweder gefüllt sind mit Perlite, ist ein Vulkangestein, was hoch erhitzt ist und dann praktisch in die Kammern eingefüllt wird, als auch natürlich über einen mit Mineralwolle gefüllten Ziegel, die vom Wert her etwa gleich liegen, wobei der untere Ziegel mit der Mineralwolle hier noch durch die dickeren Stege, der MZ70 zum Beispiel, deutlich bessere Schalldämmwerte hat. Wenn wir über Energieeinsparung reden, dann müssen wir auch den Dachaufbau mal anschauen.
Eine Holzfaserdämmung als Aufdachdämmung erfüllt nämlich zwei Aufgaben zugleich. Erstens ist sie wärmedämmend und sie ist schalldämmend. Aber sie hat noch einen Vorteil. Sie ist nicht nur im Winter warm, sondern im Sommer eben kühl. Das heißt, die Räumlichkeiten, die unter dem Dach liegen, wie zum Beispiel Schlafräume etc., werden natürlich deutlich kühler sein, als wenn sie keine Aufdachdämmung hätten. Bei Bauer Massivhaus ist eine 6 cm starke Holzfaserplatte von Gutex oder Pavatex bereits im Standard enthalten. Thema Energieeinsparung bedeutet aber auch, was verwenden wir für Fenster? Hier bei Bauer Massivhaus werden Fenster mit Dreifachverglasung mit einem UG-Wert von 0,6 Watt pro Quadratmeter Kelvin, also sehr hochwertige Fenster, verwendet. Wir haben einen Einbruchschutz bis maximal RC3 oder Widerstandsklasse 3. Der Schallschutz ist möglich bis 42 dB. Und die Fensterfalzlüftung ist auch so ein Thema, ist bei dieser Marke Rehau Geneo natürlich jederzeit möglich. Und Kunststofffenster sind in der Regel wieder ökologisch, nämlich recycelbar. Bauer Massivhaus verwendet, wie gesagt, Fenster der Marke Rehau Geneo, die in Deutschland sehr weit verbreitet sind und mit in der Spitzenposition bei den Fenstern zählen. Thema Einbruchschutz ist natürlich auch wichtig. Alle Fenster haben in der Regel ja einen Basisschutz. Wir empfehlen in der Regel mindestens die Widerstandsklasse RC1. Wir haben dann einen einfacheren Schutz. Es gibt natürlich auch die Widerstandsklasse 2, RC2, RC2N und die Widerstandsklasse 3. Einmal verbesserter Schutz bei einfachen Werkzeugen oder natürlich verbesserter Schutz mit schweren Werkzeugen. Sie wissen, einen absoluten Schutz vor Einbruch gibt es nicht. Aber man sollte es natürlich den Einbrechern so schwer als möglich machen. Und deswegen haben Rehau Geneo Fenster eine Widerstandsklasse bis RC3. Ein großes Thema ist die kontrollierte Wohnraumlüftung. Im Winter ist es ja nicht nur eine Frage, wie man das Haus vor extremer Kälte schützen kann, sondern auch, wie man die warme Luft im Haus behalten kann. Doch Vorsicht! Wer aus Angst vor Kälte nicht lüftet, schadet nicht nur der Gesundheit, sondern kann auch die Schimmelbildung begünstigen. Daher ist regelmäßiges Stoßlüften im Winter empfehlenswert, wenn Sie keine kontrollierte B- und Entlüftung haben. Was bedeutet kontrollierte Wohnraumlüftung? Im Neubau sorgt die kontrollierte Wohnraumlüftung für eine gesteigerte Energieeffizienz, da Wärmeverluste durch Fensterlüftung verhindert werden. Der Gesetzgeber verlangt hier die Erstellung eines Lüftungskonzepts für neue Gebäude. Hier sehen Sie ein Beispiel mal für eine dezentrale Lüftungsanlage. Wichtig ist aber zu wissen, ein KfW-55-Haus braucht als Massivhaus keine kontrollierte Wohnraumlüftung. Natürlich, wie eingangs gesagt, müssen Sie lüften, regelmäßig. Dann können Sie auf die kontrollierte Wohnraumlüftung verzichten. Schauen wir uns auch nochmal zum Thema Nachhaltigkeit die Technik an. Wir haben verschiedene Anlagen im Programm wie moderne Gasbrennwerttherme mit Solarpanels. Sie haben dann 5 Solarpanels auf dem Dach mit 12,5 Quadratmeter und unterstützen damit 25% noch die Heizung im Winter. Wir haben eine Luftwasserwärmepumpe, sehr hocheffizient von der Firma Buderus, von Elco und von Novelan und natürlich auch die Pelletheizung, entweder von Biotech oder eben von Frühling. Wichtig, Gas ist heute fast nicht mehr zu rechnen, was KfW 55 anbelangt, das ist politisch gewollt und dem Energieberater wird hier der schlechteste Berechnungswert an die Hand gegeben. Während Luftwasserwärmepumpen und Pelletheizung gefördert werden, bei der Luftwasserwärmepumpe bekommen Sie von der BAFA heute eine Förderungssumme bis 35% für die komplette Heizung inklusive Installation erstattet. 80% unserer Kunden entscheiden sich so: eine Luftwasserwärmepumpe, eine Fußbodenheizung, eine Vorbereitung für die PV-Anlage, also Photovoltaik, und eine Photovoltaikanlage eventuell mit einem Batteriespeicher.
Nämlich, sie erzeugen dadurch ihren eigenen Strom, müssen weniger Strom aus dem Netz beziehen, sie senken dauerhaft ihre Stromrechnung, sie machen sich damit ein Stück weit unabhängiger von ihrem Energieversorger und sie sichern sich langfristig und zu einem gewissen Teil gegen steigende Stromkosten ab. Schauen wir uns vielleicht noch die weiteren Förderprogramme an. Sie wissen, KfW 55 erhalten Sie 120.000 Euro pro Wohneinheit zu einem Zinssatz von 0,75% effektiver Jahreszins und bekommen einen Tilgungszuschuss bei KfW 55 von 18.000 Euro. Bei KfW 40 wäre der Tilgungszuschuss höher mit 30.000 Euro. Was wir Ihnen liefern, ist die Wärmeschutzberechnung, eventuell auch die Wärmebrückenberechnung, einen KfW 55 Online-Antrag für die Bank, um das Darlehen beantragen zu können. Und im Endeffekt machen wir nachher einen Blower Door-Test, um sicherzustellen, dass das Haus allen Kriterien nach KfW 55 entspricht. Der Mehrpreis für das KfW 55-Paket bei Bauer Massivhaus kostet in der Regel ca. 5.500 Euro, als Beispiel für ein Einfamilienhaus bis ca. 150 Quadratmeter. Entweder kann der Kunde sich entscheiden für einen 42,5 cm Mauerziegel ungefüllt, den sogenannten Deisendorfer Klimatherm PL8, oder einen 36,5er Mauerziegel mit Mineralwolle gefüllt, wie wir ihn unten im Bild sehen. KfW 55 bedeutet zusätzlich auch noch eine Dämmung unter der Bodenplatte, und zwar in dem Wert und in der Stärke, wie der Energieberater den Wert vorgibt. Ja, KfW 55 und Ytong, das schließt sich nicht aus. Mittlerweile gibt es hier den Therm Ultra PP 1,6 mit einem Lambda-Wert von 0,07. Auch ein Ziegel bzw. ein Planstein mit 36,5er Wandstärke, der ebenfalls geeignet ist, um KfW 55 zu erstellen. Nachteile beim Ytong hatten wir schon gesagt, das ist dieser offenporige Porenbeton, der natürlich Feuchtigkeit zieht, die nur sehr langsam wieder abgibt und das Haus natürlich in der Regel im Winter mal trocken gewohnt werden muss, was natürlich damit etwas höhere Kosten nach sich zieht. Ja, meine Damen und Herren, jetzt haben wir eine ganze Menge Themen besprochen und wir waren ja immer noch bei dem Thema sozialer Aspekt, dem Wohlfühlfaktor des Nutzers, der Bauherren und der Besucher im Gebäude. Ich möchte Ihnen jetzt anschließend eine kurze Zusammenfassung geben, um die Entscheidung für oder gegen ein Massivhaus vielleicht noch einfacher zu machen. Ja, schauen wir uns den Nachhaltigkeitscheck zum sozialen Aspekt an. Was kann man zusammenfassen? Erstens, Häuser in Ziegelbauweise, als auch Holzhäuser oder Holzständerhäuser, zeichnen sich besonders durch thermische Qualitäten aus. Ich glaube, da gibt es sehr wenige Unterschiede. Dagegen ist die Wärmespeicherfähigkeit, zum Beispiel im Sommer, um Temperaturspitzen abzupuffern, bei einem Massivhaus deutlich besser. Im Winter nicht nur warm, sondern im Sommer eben auch kühles Haus. Drittens, technische Themen wie zum Beispiel Brandschutz lassen sich im Massivhaus traditionell leicht auf einem sehr hohen Sicherheitsniveau realisieren. Viertens, eine kontrollierte B- und Entlüftung ist nicht notwendig im Massivhaus. Dagegen benötigen die meisten Holzhäuser oder Holzständerbauweisen eine Lüftungsanlage. Wie gesagt, nicht notwendig bei einem KfW 55 Haus in Massivbauweise. In einem Massivhaus haben die Bauherren einen deutlich besseren Schallschutz durch die größere Masse beim Wand- und Deckensystem. Das hatte ich Ihnen vorhin kurz gezeigt. Und sechstens, Massivhäuser können individuell frei geplant werden. Dagegen müssen viele Holzhäuser bestimmte Rastermaße einhalten. Die Grundrisse sind dann grob vorgegeben und können nur minimal davon abweichen. Das trifft allerdings mittlerweile auf immer weniger Fertighäuser zu, die in der Regel fast alle heute auch frei geplant werden können. Ja, fassen wir einfach nochmal zusammen. Fazit zum Massivhaus: Wir haben einen ökologischen Vorteil bei einer Lebensdauer des Hauses, wenn man das Ganze über einen Zeitraum von 80 Jahren betrachtet.
Wir sind bis zu 20% günstiger bei den Anschaffungskosten als ein vergleichbares Holzhaus. Der Wohlfühlfaktor ist natürlich deutlich höher, und zwar durch die geringeren Aufwendungen für den Brandschutz. Man fühlt sich sicherer. Besserer Schallschutz als ein Holzhaus. Sehr guter Hitzeschutz durch das entsprechende Mauerwerk. Hervorragendes Raumklima, eben durch die monolithische Bauweise und die Diffusionsoffenheit des Tonziegels. Hohe Druckfestigkeit des Mauerwerks, daher auch beim Mehrfamilienhaus natürlich führend. Und einen sehr guten Wiederverkaufswert wird Ihnen jeder Makler bestätigen. Und geringere Folgekosten wie Versicherung, Malerarbeiten, Wartungsarbeiten etc. Ja, meine Damen und Herren, ich freue mich, dass Sie bis hierhin zugeschaut haben, und hoffe auch natürlich, dass Sie einige Informationen herausnehmen konnten, die Sie für Ihre Entscheidung benötigen, ob Sie ein Massivhaus oder ein Holzständerhaus bauen möchten. Gerne schicken wir Ihnen auch unser Hausprospekt zu 40 Jahre Erfahrung für Ihr neues Zuhause mit vielen interessanten Details zu unserer Massivbauweise, als auch eine kleine Pocket-Fakten-Broschüre, die Steins, eine ziemlich perfekte Familie, wo es auch nochmal um das Thema Ökologie, sozialer Aspekt, Ökonomie und so weiter geht. Und last but not least, unsere Infomappe. Wir haben uns die Mühe gemacht, Ihnen eine umfangreiche Infomappe zusammenzustellen mit den verschiedenen Steinen, mit Informationen dazu, verschiedenen Grundrissen und Häusern, einer Preisliste, sodass Sie wissen, was kostet ein entsprechend großes Haus auf Bodenplatte oder mit Bodenplatte und mit Keller, jeweils in der Ausbaustufe technikfertig oder sogar schlüsselfertig, wenn Sie den Innenausbau und Außenputz noch dazu nehmen. Ja, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit bis hierhin, und ich hoffe auf ein gutes Gelingen für Ihr Bauvorhaben. Ihr Günther Thiehoff.